Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Ein neuer Tag, ein neues Video. Und bevor ich das vergesse ich seit Tagen. Und das tut mir unfassbar leid, wenn ich ehrlich bin. Also, ich habe so oft die Frage bekommen in letzter Zeit, auch von mehreren Personen. Manche haben sie ganz oft gestellt, wie ich das Spiel auf Deutsch bekommen habe. Ich habe eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern ich habe seit dem ich dieses Spiel installiert habe, da nichts dran verändert. Also ich habe das irgendwann einmal zu Beginn irgendeine Übersetzung installiert. Damals gab es das auch nur als Mod. Man konnte es nicht in den Optionen oder irgendwo einstellen. Ich weiß gar nicht, habe ich das hier jetzt irgendwo eingestellt? Ne, da war ich gerade. Keine Ahnung. Also ich kann es euch wirklich nicht sagen. Also ich müsste mir das Ganze mal angucken. Aber verstellt habe ich so nichts, auch jetzt nicht beim DLC oder irgendwas, ne? Also kann ich euch so aus dem Stegreif nicht beantworten. Ja, so, dann habt ihr hier berechtigterweise darauf hingewiesen, dass hier vielleicht isolierte Leitungen mehr Sinn machen, damit uns nicht der CO2 hier in den Leitungen gefriert, so wie es hier zum Beispiel der Fall ist, wo es auf dem Boden sehr kalt wird. Ja, das also auf jeden Fall mal dazu. Dann wollen wir natürlich auch heute wieder einen Duplikanten umbenennen. Lindsay ist noch. So, und dann ist heute der Gewinner Klaus Esselbier. Hat in letzter Zeit schon mal mehr gewonnen, glaube ich. Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. So, dann könnten wir hier auch noch mal ein bisschen weitermachen wieder. Und wir wollten in den Biodrucker schauen. Da nehme ich mir ganz einfach und simpel die Nährstoffriegel. Fokus heute soll definitiv hier drauf liegen. Auch. Ja, das ist schon 7, okay. Dass wir hier vorwärts kommen, am besten schnell. Jo, und außer Forschung möchte ich auch sonst nicht so viele neue Aufträge verteilen. Machen wir da einfach mal weiter. So. Es sei denn, mir fallen natürlich Sachen auf, was immer der Fall, wobei das da, so gesehen ist das hier schon wieder kontraproduktiv gewesen. Nehmen wir das erstmal wieder raus. Hier unten ist noch immer ein bisschen Wasser, da wahrscheinlich bald mal zu Dampf werden wird. Ich hoffe, die, ne, die fangen jetzt an zu liefern und so weiter. Ach so, vielleicht sollte ich mal. Das wird das Ganze bremsen, klar. So. Die ausstellen und jetzt müssen sie doch gleich alle angerannt kommen. Würde ich mir zumindest wünschen. Zu tun gibt es hier ja genug. Weitere Sachen sollte ich hier vielleicht dann gleich aus Magmatit bauen. Ich glaube, da kommt erstmal auch nicht so ganz viel mehr dazu.
viel Sinn macht denn? Ach komm. Vielleicht haben wir so die Chance, das gleich mal ein bisschen ja, hier aufzuwärmen. Das ist. Also, na, es wäre auch egal gewesen. Jetzt machen wir es so. So. Okay, das, die Station abzuschalten war eine sehr weise Entscheidung. Müssen wir vielleicht die isolierte Ziegel hier auch, wenn wir die hier noch so komplett drunter her. Ja. Hier und hier, das eilt ja nicht. So, das muss dann hier gleich her. Können wir doch starten. Wir bauen unseren CO2-Antrieb aus Kupfererz. Dann, womit starten wir denn? Wir starten. Achso, wir haben alles noch gar nicht erforscht. Okay. Dann starten wir mit nichts weiter. Forschung läuft, aber wir erforschen Sachen, die wir jetzt noch nicht unbedingt brauchen. Was haben wir denn alles noch für die Raketen offen? Was haben wir? Das haben wir, hier haben wir das Trailblazer und die größeren Sachen. Irgendeinem Grund wird da nie. Rover-Modul mit angezeigt, obwohl das ja auch zu den Raketensachen gehört. Dann hätte ich jetzt auch wissen können, weil das ist mir jetzt nicht das erste Mal passiert, aber. Ach ja. So, außerdem möchte ich heute noch ein paar Lufterfrischer mehr aufstellen. Hier sicherlich an verschiedenen Stellen definitiv noch mal Sinn. Hier. Und auch hier oben. Befürchtet, obwohl, naja, so viel verbrauchen die ja nicht, aber möglicherweise könnte das der Knockout für unser Stromnetz werden. Ich weiß es nicht. Da haben wir schon. Da haben wir auch. So. Ah, ne, da müssen wir es so machen. Okay. Die beiden Tanks noch. Bin hier aber noch gar nichts gemacht. Nein, nein, nein. Die wird aber Zeit. ja, was kann ich denn euch noch erzählen? Also auf jeden Fall gibt es jetzt eine neue Spielversion, die einen anderen Startasteroiden ermöglicht. Ich plane dazu entweder, wenn ich das schaffe, heute, ansonsten morgen noch ein weiteres Video zu machen. Wir fangen jetzt nicht wieder von vorne an, keine Sorge. Dafür sind die Änderungen, es sind schon starke Änderungen, aber
Nee, deswegen möchte ich jetzt nicht von vorne anfangen. Aber wie gesagt, da mache ich heute spätestens morgen ein Video dazu, wo ich da euch das alles so ein bisschen und mir selbst auch zeigen möchte. So, erstmal ein bisschen was unter die Decke geklatscht, ne? Ein bisschen Stuck. Und dann... können wir hier auch noch mal ein paar weitere Statuen platzieren. Dass ich so insgesamt unser Dekor mal das ist ja faktisch gar nicht vorhanden. Und auch vorhandene könnten wir vielleicht gleich nochmal überarbeiten. Kunstgrundlagen ist Mima. Mima hat noch keinen weiteren Punkt, schade. Könnte ich vielleicht auch mal ein bisschen hochsetzen. Ich war zu langsam. Aber Verbrühung kann es ja eigentlich nur an einer Stelle geben. Und da unten sollte nicht ganz so oft jemand runtergehen. Wenn wir das haben, dann müssten wir eigentlich auch... dann können wir hier oben drauf auch schon unsere Spitze noch setzen. Ich befürchte gerade, ich wollte das so noch nicht ausreicht, um überall ranzukommen, aber das kriegen wir ja auch hin. Ach so, wie viel CO2 haben wir denn hier? Ne, das reicht noch nicht annähernd. Weil ich möchte ja noch die Rationsboxen mit den Zutaten hier rüberbringen. Ich glaube, es ist wieder an der Zeit, ein paar Grabaufträge zu verteilen. Wenn es ist soweit alles ausgegraben, wir können da ein bisschen weitermachen. Ja, ich würde gerne, na. Aber scheinbar bin ich der... Ach, ich habe wieder Sediment gestellt. Das wäre schon da gewesen, ja. So. Weil mein Plan sah eigentlich vor, dass wir die Rakete heute noch fliegen lassen. Ach so, haben wir dann überhaupt schon jemanden? Na, das kann ja schnell jemand lernen. Sollte aber dann jemand sein, der auch schon gut im Graben ist. Bogus, Melly, Flo. Flo. Auch Track Power hat zur Not noch einen Punkt, den wir... Ja, dann nehmen wir noch Flo. Das stellen wir hoch, dass es direkt erledigt wird. Und dann können wir hier drinnen anfangen auszubauen. Wie gehabt, brauchen wir eine Rationsbox. Wir brauchen einen Kanisterentleerer.
Algen-Terrarium und hier oben. Machen wir immer ein Plumpsklo hin. Dann können wir das Ganze noch ein wenig verschönern. Ich glaube, wir müssen hier einfach mal können wir das denn machen? Ist ja eigentlich fast egal, aber hier wäre es doch sehr gut. Nee, da wäre es nicht gut, weil wir da ja möglicherweise auch verschmutzten Sauerstoff haben. Komm, machen das einfach mal hier. Dann bauen wir einen Kanisterabfüller. Noch mehr Strom. Achso, ich wollte schauen, was wir noch hier so an Nahrung haben. Das Barbecue. Jetzt einmal das Lager leere. Ich glaube, das wird dann da als Fläschchen hingeworfen und da müssten wir es auch oben auswählen können. Problem ist nur, es macht keiner. Was vielleicht trotzdem? Ja, okay, wir können es trotzdem schon auswählen. Autoabfüllung aktivieren. So, und dann sollte doch jetzt gleich. Ja, okay. Gut, dann wird das jetzt alles schon mal erledigt. Mir ist getankt. Der Rover ist fertig. Dann schauen wir uns noch mal kurz an. Traviel ist. Akibo ist, müsste der sein, wo wir. uns auch rüber teleportieren könnten von ja, von wo eigentlich? Nee. Bin ich so blind oder haben wir das noch gar nicht entdeckt hier? Doch klar, ich habe das ja schon. Okay, das muss ich. Oh Gott, hier. Oh Gott. Das darfst du keinem erzählen. Oh je. okay, also wir müssen, wie gesagt, dann dorthin fliegen zu Bakimo. Da möchte ich den Rover dann landen lassen. Und ich kann daraus so machen, es geht ja viel schneller. So, Sauerstoff ist genug da. Essen ist auch da. Dann würde ich doch mal sagen, wir wählen Flo aus. Flo. Der ist unser Pilot. Stellen das auf Q. Wählen das Ziel aus. Das ist eigentlich egal. Nehmen wir das und was gibt's für Warnung? Achso, weil. Vermutlich, weil das Ding nicht voll ist mit Nahrung, aber es ist ja Nahrung da. Da ist er. Okay. Kommen
gleich dahin zurück. Forschung. Ne, wir haben nicht ausgewählt. Okay. Machen wir das auch mal wieder. Aber vielleicht machen wir jetzt tatsächlich noch die anderen Sachen für die Rakete. Und da können wir auch eben drauf warten. Die paar Sekunden, ne? So, Deploy. Da oder? Ich glaube. Da. Und dann können wir dich jetzt wieder dahin zurückfliegen lassen, genau. So, Makibo, da ist er. Arbeite dich doch hier mal nach unten hindurch. Dann kannst du über dir gleich wieder dicht machen. So, wir haben ja auch, wir haben schon einiges an Magmatit. Dann machen wir doch einfach hier mal erst. Ah. Sorry. Da ist doch eine Toilette. Ach so, aber die Toilette ist wahrscheinlich noch nicht. So, jetzt. Doch 15 Besuche übrig. Nee. Ach so. Guten Morgen. Also vielleicht zerlegen wir die noch nicht, sondern lass noch ein bisschen Sauerstoff reinbringen. Ohne Leiter kommt man da natürlich schwierig hoch, ne? Ja. Lass wir das. So, ich wollte hier hin. Ja, hier gibt es jetzt natürlich gleich permanent neues Material. Da ist auch ein bisschen Sauerstoff. Türen kann er, ich weiß das gar nicht mehr genau. Ich habe ein Video dazu gemacht, was er kann. Ja, er kann auch Türen bauen. Sehr schön. Dann kommt da mal gleich eine Tür hin. Hier soll ein Durchgang her. Weil wir das vielleicht anders machen. Nämlich so. Weil hier das. Ich würde nicht gerne die wilden Pflanzen da ausbuddeln. Dann mache ich das lieber hier mit einer Leiter. So, dass wir da schon mal einen Zugang zu dem Wasser haben. Was wir hier eigentlich bräuchten, wäre irgendwie veredeltes Metall, aber ich weiß, dass das immer schwierig ist. Aber vielleicht gibt es hier eine Möglichkeit, wie wir da hinkommen. So, mal schauen. So, ist das schon wieder... Ja, ist es... Wie viel Sauerstoff ist jetzt hier? Ah ja, das müsste jetzt aber dann langen. Oh. Ja, ist ja auch klar. Ist nicht im CO2, wird es niemals sein. Besten wäre, wenn wir hier immer nur Nahrung reinpacken, die nicht schlecht werden kann, aber...
Nährstoffriegel zum Beispiel. Oder die, aber ich glaube, davon haben wir keine mehr. Doch, haben wir noch 4800 Kalorien, okay. Ja, das wäre das Bessere gewesen. Leuchtnymphen-Eier, jo. So, dass hier gleich soweit alles vorbereitet haben, was jetzt der Fall ist, dann können wir doch eigentlich, nicht nur eigentlich, nochmal losdüsen. Tank ist voll. Das Ziel aus. Nochmal das gleiche. Und auf geht's. Was sagt, hat er alles schon fertig? Also ist tatsächlich flott dabei, ne? Immer noch so viel Chlor drin? Nein. So, jetzt wo die Tür da ist, können wir uns da zum Pip durcharbeiten. Und um hier alles schön mit Sauerstoff zu füllen. Ich sehe schon, ich habe hier irgendwo mal durchs Oxylit gebuddelt. Da habe ich nicht aufgepasst. Wahrscheinlich hier. Da einfach schon mal ein paar weitere Aufträge. So. Wobei das hier nicht so schlau wäre. Und dann können wir mal schauen, was wir hier vielleicht machen. Kann der Lufterfrischer bauen? Nee, ne? Ja. Machen wir vielleicht erstmal nur bis hier, um uns anzuschauen, was hier ist, bevor wir da irgendwas machen. So, Sternenkarte. Du bist bestimmt da, genau. Dann lande du doch mal da und dann kannst du wieder zurückfliegen. Genau, schön wieder dicht machen. So ist gut. Ob hier, wollte ich gerade sagen, da können die nicht buddeln. Aber wir können ja so oder so hier den Bereich noch breiter ausgraben. Vielleicht macht es hier sogar mehr Sinn. Dass wir uns das mal hier von oben erst anschauen. Ja, die können wir jetzt ein bisschen was machen lassen. Hier lassen wir unseren Piloten mal aussteigen. Wie sieht's innen drin aus? Barbecue muss noch rausgebracht werden. Aber ansonsten
haben wir eine funktionstüchtige Rakete. Ja, gehen wir doch mal hier noch kurz ran. Aber wir sind nicht nur eigentlich, sondern wir sind für heute auch schon wieder durch. Auf jeden Fall keiner verstecken. Ja, ich hoffe, dass es euch... Oh, hier wird gleich jemand feststecken. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und ja, würde mich sehr über ein Like freuen. Wie gesagt, vielleicht gibt es heute noch ein Video mehr. Mal schauen. Und ja, ansonsten macht's gut. Bis bald, euer Krillo.